Vor einer Lagerhalle im Westen Kölns fallen den Beamten zwei bewaffnete Männer auf. Da unklar ist, ob es sich hier tatsächlich um ein Spiel handelt, schreiten Michael Weber und Arne Schneider umgehend ein. Einmal die Waffe auf den Boden legen. Auf! Waffe auf den Boden legen! Alles gut. Okay, zur Seite gehen. Weg von der Waffe. Zur Seite gehen. Okay, alles gut. Gut. Das ist nur eine Plastikwaffe, keine Sorge. Ja, das prüfen wir. Was macht ihr hier? Ich bin ein Software. Ja. Leer, oder? Ja, hier sind Kugeln drin, aber es okay. Ist zumindest eine Software. Ist das Magazin? Das Magazin ist wahrscheinlich drinnen noch. Okay, gut. Kurz nehme ich mal mit hier rüber. Einfach mal näher, die Ärmel können Sie jetzt runter machen. Was ist hier los? Ja, wir zocken hier Software, wir spielen hier. Wer ist wir? Ihr beiden? Ja, nein, nicht nur wir, da sind noch drei Leute noch, wir sind zu fünfte mal. Okay. Wir treffen uns jede Woche an verschiedensten Plätzen und so. Also Kumpel der Bände organisiert das jede Woche. Also die müssen noch drinnen spielen, wir sind halt als Erste alles rausgeflogen. Ganz harmlos, alles ganz harmlos. Deswegen, die spielen ja noch können zu einfach mit Software irgendwo spielen, das muss ja gesichert sein, dass sie keinen abschießen können. Ja, und hier die Türen stehen ja auf, da kann jeder reingehen. Ich frage mal ab. So, einmal Ruhe. Der Arnold findet 15:30. Arnold hört. Machst du mir mal eine Überprüfung von einem Hallenbesitzer, Mühlheimer Straße 11, Halle 13? Ja, dauert einen kleinen Moment. Ja, wir sind vor Ort. Bevor die Beamten Informationen von der Wache bekommen, wollen sie die restlichen Spielteilnehmer überprüfen. Im Inneren der Halle kommt es allerdings zu einem dramatischen Zwischenfall. Hey, was ist los? Hey, legen Sie die Waffe mal auf den Boden, bitte. Ja? Und gehen Sie mal ein Stück zur Seite. Blutes, was ist los? Oh, Sie sind verletzt. Sie sind verletzt. Brauchen Sie einen Arzt? Sie bluten hier am Kopf ein bisschen? Nein. Sie wissen, wo Sie sind, ja? wer die Leute sind und wer Sie sind, wissen Sie auch? Hm? Wie heißen Sie? Jens Lange. Jens Lange. Okay, Sie brauchen, ist jetzt nicht ganz so eine große Wunde, brauchen Sie einen Krankenwagen? Nicht. Hatten Sie einen Schutz am Kopf? Das ist ja nicht normal, dass so eine Wunde jetzt entsteht beim Software. Ja. Das Ding hatten Sie an. Da ist noch ein Loch drin. Ja, hier ist ein... Guck mal, die Kugel, die da liegt. Das ist eine Stahlkugel. Das sieht auf jeden Fall nicht aus wie eine Plastikkugel. Schießen Sie mit Stahlkugeln hier? Nein, wir haben eine Plastikkugel drin. Wer sind Sie? Sie sind der Ben. Ben, nehme ich an. Ja. Weiter, Ben. Risse. Herr Risse. Sie organisieren das? Ja. Ja? Und das ist alles abgeklärt hier? Das ist alles abgeklärt, ja. Okay, das prüfen wir draußen mal. Dann würde ich sagen, da verlassen wir jetzt mal die Halle, dann gehen wir alle mal draußen. Wem gehören die Waffen? Ihnen hat das Gewehr gehört, ne? Ja. Ich nehme die Waffen mit, drehen Sie mal einen Schritt zurück. Okay. So. Sie können aufstehen oder dann kommen Sie einmal hoch. Keiner fasst hier was an, ja? Sie gehen alle schnurgerade hier raus, ohne irgendwas anzufassen. Okay? Alle vor. Kommen Sie mal mit. Vor. So, wem gehört die Jacke da? Hier. Auch mitnehmen. Nehmen Sie mit. Nun geht es nicht mehr nur um einen Hausfriedensbruch, sondern möglicherweise um versuchten Mord. Doch welcher Teilnehmer hat ein Motiv für diese Tat? Wer belädt die Waffen? Von Ihnen jeder selber, oder? Wir alle. Also ich bin auch zum Schluss erst mit eingestiegen. Das war ja total spontan und ich habe mir meine Waffe selbst noch gekauft. Und der Mann im Laden hat mir auch wirklich versichert, dass das ja alles Plastik ist. Ja, und aber wer belädt die Magazine mit den Kugeln? Wer macht das? Jeder selber? Ja, genau. Okay. Arne, ganz kurz. Sich gut. Da der Besitzer der Halle weiß von gar nichts. Ja, okay. Also hat der junge Mann uns da schön Bären aufgebunden. Er hat auch keinen Namen und keine Telefonnummer. Also würde ins Bild passen. Der weiß von nichts. Wie sind Sie in die Halle reingekommen? Ich habe Connection zu dem Security, der hat uns hier reingelassen. Und der hat aufgeschlossen und ist dann abgehauen? Ja. Okay, also hätten Sie auch alles mitnehmen können. Pass auf, ich mache noch schnell fertig. Dann würde ich sagen, ich check die Waffen jetzt gleich mal. Genau, guck's mal und, bei wem was. Ja. Ich guck mal bei Ihnen in den Taschen, weil bei Ihnen können wir jetzt sowieso noch nicht nachgucken, weil Sie eine Frau sind. Sie kommen mal mit hier vorne hin. Ja, bei der Untersuchung der Waffen, man entlädt die Waffen natürlich, Magazin aus der Waffe, habe ich dann festgestellt, dass aus der pinkfarbenen Waffe letztendlich die Munition herauskam, die zur Verletzung geführt hat. Und diese pinkfarbene Waffe gehörte der jungen Dame. Von daher war mir eigentlich erstmal klar, aus dieser Waffe wurde der Schuss abgefeuert, was unbestritten ist. Aber wie kommt die Munition jetzt in diese Waffe? Wer hat die Magazine aufmunitioniert? Da sind Stahlkugeln drin. Wie kann das denn sein? Das kann ich mir wirklich nicht erklären. Also Sie haben jetzt nicht meine Frage beantwortet. Ich Wer hat die Stahlkugeln da reingemacht?
Haben Sie selber aufmunitioniert? Ja, aber da war Plastik drin. Ja. Als ich das letzte Mal die Waffe neu beladen hatte, war da Plastik drin. Also wenn Sie die selber beladen haben, die Magazine, dann müssen Sie ja wissen, was drin war. Sei denn, Sie sagen mir jetzt, irgendeiner hat Ihnen ein Magazin gegeben und hat das... Sie wussten nicht, was da drin ist. Nee, ich hatte extra ein Ersatzmagazin dabei, aber das... Hand aufs Herz, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Also sie steht ihrem Ex-Freund immer noch sehr nahe, das kann die nicht gewesen sein. Also ihr Ex-Freund, oder? Richtig. Ja, aber das hat doch nichts mit der Sache. Warum sollte ich ihn denn verletzen? Das ist ja die Frage. Also Motive das macht doch gar keinen Sinn, das sind, wir sind doch alles Freunde. Ja, Motive gibt es ja viele, verspätete Liebe ist ja auch ein Motiv. Geh nochmal zu den Verletzungen. Ja, wolltest du mal nachfragen. Also wie gesagt, für uns ist jetzt wichtig, wer hat die Magazine beladen und wer kauft die Sachen. Also Sie haben ja gesagt, Sie haben die Waffe selber gekauft. Genau. Sie haben auch die Magazine gekauft. Richtig. Und Sie haben die Magazine auch selber beladen. Ja, aber ich habe auf jeden Fall nur Plastik beladen. Die Aussage der jungen Frau klingt für den Moment glaubwürdig. Das bedeutet allerdings, dass jemand anderes die Plastikkugeln gegen lebensgefährliche Stahlkugeln ausgetauscht haben muss. Also soweit ist es ganz gut. Ich habe das notdürftig, er will auch keinen Krankenwagen haben. Ja. Aber die Kugel ist jetzt auch nicht zu weit eingedrungen. Du hast ja gesehen, die ist ja runtergefallen. Ja. Von daher müssen wir gleich nur die Kugel noch mal sichern, damit wir da was in der Hand haben. Ja. Ansonsten ist das soweit in Ordnung. Ne? Ja. Bisschen Kopfschmerzen. Sie ist auf jeden Fall die Ex-Freundin von ihm. Ja, ja, das habe ich eben noch mitgekriegt. Ne? Also ich habe ihn gerade auch gefragt, aber so die Beziehung, er hat jetzt da nicht irgendwie... Ja. Für dich ist das abgeschlossen, ne? Alles gut. Ja. Okay, gut. Okay. Du kannst mit ihm ans Auto gehen, kannst einfach der Ausweis des Mandschuh fahren und dann kannst du mal gucken, weil irgendwo müssen die Stahlkugeln noch sein. Ja? Was hat er unter den Schuhen drunter? Das leuchtet. Warte mal, rechten Fuß hoch da. Kommen Sie mal. Was ist das? Das sind doch die Stahlkugeln, oder nicht? Ja, wahrscheinlich schlagen die mit Schrein getreten. Kann passieren. Wie viel haben Sie denn verschossen da drin? Ich hab. Nicht stehen. Ist okay, können Sie jetzt wieder runterlassen. Ich hab's gesehen und dann zeigen Sie mal einen Ausweis. Die Jacke können Sie mal reinlegen da, die müssen die ganze Zeit mitschleppen. So. Herr Risse, wolltest du das die Personalien auch noch aufnehmen? Ja, schreibe ich auch noch mal auf. Also wir haben ja die Information, dass der Besitzer von der Halle hier keine Ahnung hat, dass Sie da reingehen, Sie von dem Security einen Schlüssel bekommen haben, da reingegangen sind. Ich meine, die können natürlich alles klauen da, ne? was nicht niedernagelfest ist. Also das ist schon mal, ja, aber nicht die Absicht. War ja, dafür da. Ja, wenn sie ein bisschen Spaß haben wollten, aber nichtsdestotrotz haben sie natürlich da einen Hausfriedensbruch begangen, weil der Security ist nicht mehr Besitzer von Halle. Machen Sie mal die, haben Sie noch mehr Waffen im Fahrzeug? Nein. Die Seitentür mal auf, darf ich mal gucken? Ja. Okay. Gut. Machen Sie mal hinten bitte auf. Ja, ist. Ist? Ist. Nö, ist zu. Gucken Sie mal, ist zu. Oder habe ich was auf den Augen? Ah, jetzt auf. So, einmal zur Seite treten, bitte. Was ist das für eine Munition hier? Also die weißen Kugeln sind die, mit denen sie noch schießen, ja? Ja. Was ist das denn weg? Das sind Stahlkugeln. Das sind Stahlkugeln, ja. Okay. Okay, wem gehört der Koffer hier? Ja, mir. Was ist denn der Scheiß? Also Sie haben das Zeug gekauft, oder was? Ja. Kannst du das mal erklären? Willst du uns alle umbringen hier oder so? Mann, Weiber haben nichts dabei zu suchen bei so einer Scheiße, Mann. Und die hat mir letztens einen Korb gegeben, die hat nichts anderes verdient. War halt Pech, dass sie ihn getroffen hat, Mann. Wen sollte denn sonst treffen? Ja, Keil, das wäre halt getroffen mit Pech. Hast du alles aus Rache gemacht? Ja, ich wollte halt die Schuld, die hat bei so einer Sache gar nichts zu tun. Ticks von Schwingenzauber. Weiber haben einfach nichts dabei zu tun. Ich hab dich doch noch um Erlaubnis gefragt. Ja, das war absolut kein Problem. Und du hast mir auch noch einen Korb gegeben. Ja? Ich dachte, wir sind Freunde. Nee. Das hätte ins Auge gehen können. Verstehst du das eigentlich? Weiber haben nichts dabei zu tun und du hast den Korb gegeben. Wie kann man denn so dumm sein? Hättest du nicht einmal drüber nachdenken können? Nein. Was hast du gemacht? Korb. Herr Risse, also ich würde das jetzt mal sagen, das ist grenzt vielleicht sogar fast an Versuch und Totschlag, wenn das Ding irgendwo anders reingeht. Zumindest kann das passieren, dass er sein Augenlicht verliert. Das ist knapp am Auge vorbeigegangen. Sie haben gesehen, dass das durch die Brille durchgeschlagen ist. Also Sie sehen, was da für eine Kraft hinter ist. Wir würden die Sachen hier jetzt sicherstellen, würden hier die Karwache, denke ich, noch mal durchlaufen lassen, oder? Meinst du, wir nehmen die Kugeln mitnehmen? In der Halle selber ist ja jetzt so nichts. Okay, wir würden Sie auf jeden Fall mitnehmen. Ja, auf die Dienststelle und da alles Weitere mit Ihnen klären. Der Veranstalter muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.